Meine lieben Zugucker und Zuguckerinnen, herzlich willkommen zu Mortal Crusade. Das ist ein Souls-like auf dem Handy, wie ich es in den Kommentaren gelesen habe und in der Spielbeschreibung. Und ich bin echt gespannt, wie das so ist. Die Kommentare haben sich sehr vielversprechend angehört. Der Artstyle sieht mega nice aus und ihr wisst ja, ich stehe total auf Souls-like. Und es ist halt ein Handy-Game. Ich meine, ich mag auch aktuell sehr, sehr Handy-Games. Von daher habe ich mir gedacht, können wir das noch mal anzocken. Ich habe das Spiel noch kein einziges Mal gespielt. Nur mal hier ins Menü gegangen und mal auf Spielen, um zu gucken, wie ich es aufnehme, aber gespielt habe ich es noch gar nicht. Das heißt, wir werden jetzt gleich die Geschichte lesen, beziehungsweise mitbekommen. Und ich bin echt gespannt, wie es sich spielt. Laut den Kommentaren soll es ziemlich geil sein. Es wird auch regelmäßig geupdatet, wovon ich ein sehr großer Fan bin. Und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Dann drücken wir mal auf Spielen. Okay, das sieht schon ziemlich cool aus. Endlich, es sollte hier sein. Was ist das denn, Alter? Große Artefakte der Macht. Was? Verwenden wir dies? Erhalten wir die Macht des Gefallenen. Das ist der Obermacke, oder was? Okay. Wir werden Götter sein. Sind das nicht viele Bosse, die ich kenne? Ich weiß jetzt gar nicht. Wenn du ihn befreist, wird er alles zerstören. Vor allem befreiest. Das werde ich nicht tun. Hä? Okay. Du hast keine Wahl. Das sieht aus wie ein Nekromant, ne? Pam! Okay, krass. Da kommen sie wieder. Du kannst uns nicht besiegen. Dann finde ich jemanden, der es kann. Okay. Pam! Und weg ist er. Okay. Mortal Crusade. Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen. Untote sind in der Nähe des Hauses. Ich muss den Grund herausfinden. Okay, und das ist jetzt die Story oder was? Hä? Okay. Ja gut, kann man machen. Dann lasst mich mal kurz gucken, wie die Steuerung so ist. Also ich denke mal, ja, das ist Hüpfen. Egal wie fest ich auf den Knopf drücke, das bringt nichts. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das ist, okay, das ist Blocken, das ist Rollen. Also Blocken und Schlagen. Untersuchen. Welchen Knopf brauche ich? Ah ja, hier. Klassisch. Lol, ich kann... Okay, ich kann hier im Menü mit dem Controller nicht rummachen, ist kein Ding. Sind wir hier? Mutiger Held und klassischer Held. Ja, wir bleiben einfach mal, wer wir sind. Ja, und dann würde ich sagen, hit it. Was ist das denn jetzt hier? Verwenden. Brot. Okay. Na gut. Und jetzt? Reisen. Kaltes Tal. Was machen die hier? Ich muss mich umschauen. Okay. Ein Pferd. Wenn ich jetzt wieder nach hinten gehe, passiert nichts. Okay. Beim Pferd passiert auch nichts. Lesen. Okay. Einmal auf das Menü tippen, dann auf die Truhe und dann kann ich da was... Ah, das ist... Okay, so hundertprozentig mit dem Controller ist es leider nicht unterstützt. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, im Notfall kann ich es auch ohne Controller spielen, aber ich bin halt ein sehr großer Fan davon. Okay, das heißt, einmal hier drauf, einmal auf die... Das ist meine Ausrüstung, ne? Oh, guck mal, was hier... Oh, cool. Okay. Und scheint es auch equipped. Das ist ja nice. So, dann... Was ist das? Na, Erfolge. Brauchen wir nicht. Okay, dann hier. Brot, gewöhnlich, verwenden. Essen, um 25% wiederherzustellen. Das muss ich hier rüberziehen, oder? Oh, scheiße. Hä? No. Okay, ah, ja, von mir aus. Weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt verwendet habe, unnötigerweise. Egal. So, dann machen wir unseren ersten Gegner platt. Okay. Okay, das sieht schon... Der Artstyle ist richtig nice. Das gefällt mir. So eine Minicap-Map gibt es ja auch nicht. Gibt's ja auch nicht. Okay. Wie viel blockst du denn? Schlag mich mal. Okay, ich krieg trotzdem Schaden. Was haben wir hier? Brot. Ja, das ist... Das ist gut, klar.
Kann ich hier hochklettern an den Ketten? Das wäre nice. Na, leider nicht. Aber warum nicht? Kann ich da wenigstens... Hua! Ne, ich kann da keinen Megasprung machen. Der greift aber auch nicht. Ja gut, vielleicht ist das hier einfach nur ein bisschen straight. Oder wir müssen gleich von hier, von der einen Seite. Komm, geh weg. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir Erfahrungspunkte kriegen. Das müssen wir einfach gleich mal sehen. Control. Ja. Steuerung. Control. Aha. Kann ich jetzt nicht verstehen, oder? Oh. Komm her, du Zombie-Mistvieh. Ich würde gern hier rüber. Kann ich da rüber hüpfen? Nee, ne? Also ich kann rüber hüpfen, aber passiert nichts. Komm, ich will noch einmal. Hui! Nee, komm, komm schon. Ja. Ach, scheiße. Ich glaube, das wird so nix. Komm her jetzt. Nope, will nicht. Okay, scheiß drauf. Was haben wir hier? Ah ja, das sind jetzt die Werte, die wir uns angucken können. Help. Ja, das ist wahrscheinlich dann. Wenn wir Hilfe brauchen, aber brauchen wir nicht. Habt ihr es gesehen? Ich habe voll den Absatz gemacht. Hui! Kann ich denn immer zurück oder... Ja, okay. Zurück kann ich. Das ist gut. So, lassen wir uns doch mal überraschen, was hier so abgeht. Ah, ich würde gerne eine Ketten hoch, aber es geht nicht. Ja. Ich frage mich, ob das die einzige Waffe ist, die wir... Naja, mit Sicherheit nicht. Ah. So, es gibt auch Crit. Schaden. Okay. Also ich bin ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt etwas mehr erhofft. Was geht jetzt hier? Ich kann jetzt auch nach links. Machen wir das auch mal. Öffnen. Gesperrt. Okay, ich habe keinen Schlüssel dafür. Das ist so lustig, wenn ich hier drüber laufe. Guck dir das an. Boing. Oh Mann. Sei gegrüßt, Sterblicher. Besser du stirbst hier und jetzt. Oder du wirst es bereuen, am Leben zu sein. Ist das so? Ja, gut. Ach so. Na klar. Oh, okay. Ja, natürlich. Du bist schwach. Ach, wirklich? Ich habe ja auch noch kein Equipment. Dein Mut kann nicht sterben. Ich dachte jetzt schon, das ist nicht so gewollt. Nimm mein Geschenk an und erhebe dich. Und welches? Der Arzt ist halt mega geil, ohne Scheiß. Und ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Schritt in den Abysus. Sphäre des Lebens. Okay. Und was ist die Sphäre des Lebens? Lass uns mal hier reingucken. Artefakt. Für Aufgabe antikes Artefakt mit großer Macht. Aha. Und was mache ich jetzt damit? Wo ist denn jetzt der Typ? Oh. Das sind die Schattenländer. Ein Platz zwischen Leben und Tod. Kann ich auf die Tür rein? Nö. Ja, okay. Und was macht das? Okay. Diese Türen führen in unsere Welt. Ach so. Na dann. Der Zugang zu einigen von ihnen konnte ich nicht mehr lesen. Das Portal zur Zitadelle ist offen. Ich werde dort auf dich warten. Ja denn, Attacke! Du bist geschlossen, gesperrt. Ah, okay. Das ist dann also unser Hub, oder wie kann ich das verstehen? Also ich habe jetzt an 2, 3, 4... Kann ich hier drauf? Nö. Kann ich hier runter? Nö. Warte mal, kann ich hier rollen? Ja gut, kann ich, aber es bringt nichts. Okay, 5. Gibt's hier neben noch was? So Nummer 6 oder so? Alter, Tatsache. Wie cool ist das denn bitte? Ey, krass, wie viel gibt's denn hier? Ich will noch mal ganz nach links. Sorry, aber das will ich mir angucken. Was geht jetzt? Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja krass. Na, dann bin ich mal gespannt, wie das hier noch so weitergeht. Das ist ja mega cool. Ihr merkt, ich bin ein bisschen geflasht davon, von der ganzen, ja. Kampfsystem ist jetzt halt einfach bisher nur auf X drücken, aber gut. Zitadelle. Willkommen in der Zitadelle. Von hier aus kämpfen wir gegen die Gefallenen. Aha. So, jetzt könnte ich wieder zurück. Was ist das hier verbunden? Gesperrt. Ja, danke. Hä? Was ist das?
Achso, das ist... Ah, ich wollte noch gar nicht hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe gerade. Was bist du? Verwenden. Das ist wahrscheinlich HP. Ich bin der Wächter der Zitadelle. Aha. Das war's. Tatsache. Und hier ist eine Tür. Nötigen Schlüssel. Notwendige Schlüssel zur Zitadelle. Okay, ja, dann lass uns noch mal hier nach links gehen. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Das ist auf jeden Fall eine... Auch ein Schmied oder was? Fuck you, wie cool ist das denn? Dialog. Bring mir die notwendigen Materialien und ich mache Waffen und Rüstung für dich. Das ist jetzt chillig. Kaufen. Wow, ich kann wirklich sehr viel kaufen. Schaffen. Ach ja, ja, guck mal. Cool. Mit dämonischer Schlüssel, legendär, öffnet die Halle im Turm der Haha. Ey, ich bin echt... Ich find's jetzt schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Das ist schon... Ja, ich kann... Der Turm der Zitadelle. Du bist hilfreich? Alchemist? Ich kann Tränke und Elixier machen, wenn du mir die notwendigen Reagenzien mitbringst. Das ist kein Problem. Kaufen. Preis 50. Okay. Und erschaffen kannst du auch noch, gell? Tank des Schutzes, verwenden wir eine Rüstung. Also ein Zeugs. Das ist ja cool. Okay. Verwenden, was macht denn die? Ach, ein Kontrollpunkt. Ach ja. Notwendig dämonischer Schlüssel. Ja gut, Jungs, Mädels, ihr wisst ja, wo wir den herkriegen. Beziehungsweise, wo wir ihn machen können. Also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, also es ist doch irgendwie immer wieder cool, wenn man so eine Art Überraschungseffekt hat. Der hat schon wieder so einen Hopser gemacht. Was hier gerade so, ich weiß nicht, geboten wird mit, was es für Sachen gibt, das ist so krass. Sei gegrüßt, Ritter. Ach, das war's auch schon. Okay. Ah ja, da will ich aber noch nicht hin. Was gibt's denn hier alles? Der Schamane. Ich kann magische Schrifttollen zeichnen, wenn du mir die notwendigen Farben bringst. Dann zeig mal. Papyrus. Grundlage für die Erstellung magischer Schrifttrollen. Okay. Und schaffen. Was hast du hier? Schriftrolle der Freiheit. Verwenden. Befreit den Helden von allen. Oh ja. Legendär. Verwenden. Alle Angriffe sind kritisch für 10. Oh, schlecht. So, also gibt's jetzt hier jetzt noch nichts mehr. Blub. Ja, ich würde gerne mal wissen, was jetzt hier abgeht. Neue. Du musst die Sphären der Macht sammeln. Nur sie werden helfen, den gefallenen Gott zu halten. Das Kältesphäre wurde eingefangen von Saida, der dunklen Ritterin. Aber du musst stärker werden, ich konnte das letzte Wort eben nicht mehr lesen. Du musst einen Weg nehmen und zum verlassenen Gefängnis finden. Der Schlüssel zum westlichen Tor war beim Wächter, der dorthin gefangen war. Ich denke, ihm ist etwas passiert. Sei vorsichtig. Und du hast jetzt ab. Schau dich in der Zitadelle um. Die Ordensmitglieder werden dir helfen. Ja, bin ich gespannt. Das ist bestimmt HP. Was geht jetzt hier? Der Ritter. Der Ritter haut ab. Die Sau. Du bist gut. Ich bin der Wächter der Zitadelle. Ja, das ist traumhaft schön. Hast du gut gemacht. Ich brauche einen Schlüssel. Achso, der Ritter. Komm, ich mach noch mal einen kleinen Absatz. Der Ritter, ich verstehe schon. Na komm. So, was ist hier? Bretter. Jetzt, was machen denn Bretter, Alter? Halt dein Maul! Ein Artefakt! Handwerkstoff. Okay, das sind so die Materialien. Wir nennen es jetzt Artefakte. Alter, ein scheiß Brett. Brett der Verzweiflung, was man sich gegen den Kopf schmeißt, oder was? Brett der Dummheit. Hey, du Pimmelkopf, wie bist denn du da jetzt hochgekommen? Treffen wir uns da jetzt vorne, oder was? Ja, okay, machen wir. Hui, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ja, kann ich da jetzt rein? Ah, hey! Ich wollte gerade sagen, mein Controller hat halt gerade ein verlassenes Blatt. Verblasstes Blatt. Mein Controller wollte gerade... Control-Punkt. Mein Controller hat ja gerade die Biege gemacht. Deswegen, ich dachte, das ist eine Cutscene oder so, die da automatisch nach rechts läuft. Aber das war gerade mein Controller, der meinte, ich habe keinen Bock auf dich zu reagieren. Ja, dann werden wir die Schlüssel da irgendwie... Entschuldigung.
So, was haben wir denn? Ach so, in der Pause pausiert das Spiel nicht. Das ist auch gut. So. Ah ja. Was machst du denn jetzt? Verwenden. Legendär. Verwenden. 30-50% Gesundheit wiederherstellen wird an der Flamme der Unsterblichkeit wieder auf. Och ja. Ist das so? Ist das jetzt unser Flakon oder wie? Das ist ja nice. Hi, Zombie. Kriege ich jetzt mal ehrlich, kriege ich Erfahrungspunkte oder was geht ab? Nö, ne? Bisher? Ich glaube nicht. Was geht hier? Das war ein Gipschalter. Ich glaube, der bringt uns dann nur nach unten. Ich schaue aber nochmal nach. Warum kann ich denn eigentlich diese Hebel nicht benutzen? Ein Pilz, ja. Besser einem in den Fahr als, ne? Woanders. Haha! Komm her. Oh, ich will die Truhe haben. Ich will die Truhe haben. Egal, da kommen wir nochmal hin. Ich will die Truhe. Ich will ja jetzt erst nochmal. Wir gucken jetzt mal, ob wir da rüberkommen. Wenn ich jetzt auf dich steige, gehst du hoch? Yeah. Ich glaube, ich weiß, wofür der Hebel ist. Wenn wir die Plattform verpassen. Okay, das. Oh, ich will den Kackhebel haben. Ach, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ja, ja, das ist durch die Truhe, durch die Tür und dann. Ah, okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Kommen die Gegner wieder, wenn ich den Raum verlasse oder ist das nicht so? Nö, ja, das ist nicht so. Das ist gut. Ich würde auch gerne wissen, ob ich Fallschaden kriege. Ja, gut. Ich würde gerne mal wissen, wie ich speichere. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht zu wissen. So, komm her. Am liebsten heute noch. Danke. Oh. Ist nicht dein Ernst. Noch ein Held. Jetzt werde ich deine Quest beenden. Ach, ist nicht dein Ernst. Der große Reiter, oder was? Ach so, natürlich. Ah ja, okay. Ich muss euch kaputt machen, oder was? Hui! Okay, der ist jetzt nicht schwer. Einfach ausweichen. Ja, du Pimmelberger. Ja, der ist... Ah! Komm schon. Nice! Sieg! Der Eroberer des... Ich hab der Golems, oder? Sand der Wertigkeit. Gucken wir uns gleich... Ah, hier, guck mal. Ich habe da einen Balken unter meiner Gesundheitsanzeige. Ist das vielleicht doch... ist das vielleicht doch Erfahrungspunkte? Guck mir mal an, was dieser Dingsbums macht. Nee, das war's nicht hier. Der Sand der Ewigkeit. Mysteriöses, aufflackernder Sand mit der Weisheit der Zeitalter versehen. Mit der Weisheit der Zeitalter versehen. Kann für Verbesserung der Fähigkeiten verwendet werden. Ich habe Fähigkeiten, Alter? Cool. Okay. Nehme ich gern mit. Wieder ein Zombie. Ah. Ich glaube aber, von den Standard-Mobs kriege ich keine Erfahrungspunkte, kann das sein? Hallo, kommst du? Und einmal weiter hoch. So, komm her. Na, okay, wir können gerade mal testen, kriege ich falsch an? Nö, da will ich auch hin. Das sieht nämlich interessant aus. Und hier bin. Nein, 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 nein. Oh. Was für Scheiße, Mann. Okay. Ja, nee, ist klar, ne? Zack. So, was haben wir für ein Item? Ein Brot. Ja, Brot nehme ich auch immer gerne mit. Da bist du ja. Hi, Ritter. Ein Fragezeichen. Ich könnte da auch runter bestimmt, ne? Bist du gut oder bist du böse? Ja, nice. Gefängnisschlüssel. Den haben wir erhalten. Das Gefängnis wurde von Untoten überrannt. Ich habe das Haupttor geschlossen, damit niemand mehr herauskommt. Ich gehe dorthin nicht zurück.
Ja, ich gehe aber mal hier nach links und guck mal, was hier so abgeht. Ja, können ja auch mal gucken, was hier so passiert. Ich habe übrigens ein bisschen Kohle. Wenn ich jetzt runterhüpfe, na, kriege ich Gesundheit? Ja, das ist gut. Moment. Der geht doch hier bestimmt auf, ne? Nee, das war's nicht, aber. Ja, nice. Und jetzt kann ich doch die Truhe holen, ne? Verlassenes Gefängnis. Verwenden. Ja, wir haben ein bisschen Licht und noch einen Kontrollpunkt. Und wir machen hier mal alles platt. Hi. Die paar Zombies da. Kann ich immer noch nicht verwenden, gell? Uah. Die Icons versperren mir ein bisschen die Sicht. Ist aber nicht schlimm. Ja, das ist cool. Können hier direkt verwenden. Das ist wie, da. Ach, nicht dein Ernst, dumm. Rote. Ach, nice! Wir haben Farbstoff gekriegt. Ich hoffe, man hört das nicht so krass, das Klicken. Wo bin ich denn jetzt? Wieder ein Boss, oder? Es sieht so. Oh, okay. Kennt ihr diesen Skelettkrieger von der PlayStation, von diesem Spiel? Der sieht so aus, Alter. Lustig. Ja, ich glaube, ich muss mal ein Brot nehmen. Nee, noch nicht. Wir nehmen gleich erst ein Brot. Beziehungsweise unseren Trank. Und jetzt? Komm. Gehst du jetzt hoch oder wofür? Ja, hoch. Ich würde halt gerne wissen, wofür diese Leiste hier links unter meinem Dings ist. Ja, komm. Oh, nicht dein Ernst! Ein paar Erfahrungspunkte, das ist gut. Was gibt's denn hier rechts? Gemäuer! Ich mach platt. Ich glaube, von den Standard-Mobs gibt's halt wirklich keine Scheiße. Erfahrungspunkte. Ach ja! Natürlich! Ach, ja klar. Ein Zauberer. Kriege ich hier? Ein Seidenstoff. Und ich muss meinen Trank verwenden. Oh, das war aber nicht alles, was ich kriegen konnte. Gibt's hier auch, Ambus? Ich glaube, ich habe hier gerade irgendwas Cooles freigeschaltet. Wir gehen mal hier drauf. Artefakt bestimmt Ambus. Schaltet neue Schmiedewesen-Rezepte frei. Wie geil! Cool! Ich bin immer mehr begeistert von dem Spiel, ganz ehrlich. Oh, ich mache ja auch schon hier fast 25 Minuten Aufnahme. Wir gucken mal, dass wir zum nächsten Kontrollpunkt gehen und dann mache ich hier einen Cut. So, wir gehen mal hier rein. Ja, das passt doch. Einmal frei. Erholung. Stil? Ach so, lustig. Hä? Warte mal. Verwenden. Ja. Stil? Was macht der? Sind das vielleicht dann andere Helden mit Zeugs? Ich weiß es gar nicht. Erholung machen wir. Erholung. Ja, geil! Cool. Ich weiß nicht, ob komme ich da rüber? Keine Ahnung. Gut, meine lieben Zugucker, wir machen hier einen Schnitt und im nächsten Part geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zugucken wie ich beim Zocken. So, das war's. Haut rein.